Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal hier auf den Philippinen gelandet. Tatsächlich, Insel Leyte. Und ja, wir müssen uns jetzt hier weiter aufbauen. Wir haben uns jetzt beim letzten Mal schon hier durchgekämpft im Prinzip. Haben uns hier ein bisschen aufgebaut, tatsächlich ein bisschen die Wirtschaft aufgebaut. Hier die Verteidigung haben wir hingestellt. Hier hatten wir ein kleines Scharmützel gegen die Yamato, das japanische Kriegsschiff. Und genau. Da würde ich sagen, machen wir da doch jetzt einfach mal weiter. Ich muss jetzt allerdings hier aufpassen, ganz genau. So, Flakpanzer, mach die kaputt da. Mach die kaputt. Sehr gut, Freunde. Sehr schön. Da kommt wieder die Bomber. Ja, danke. Mach die kaputt, los. Mach die kaputt. Mach die kaputt. Jag die einfach weiter. Genau, jag die und beide weg. Sehr schön, Freunde. Sag mal, wie dreist können die eigentlich sein hier, ey? Die sind echt unverschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich halt weiter Bürger bauen. Um diese ganzen Gebäude hier nochmal aufzubauen. Genau, dann baue ich hier unten einfach Flugabwehr hin. Ja, warum eigentlich nicht, Freunde? Und genau, dann würde ich sagen, kämpfen wir uns mal weiter durch die Philippinen. Ja, an diesem Samstag, ja keine Ahnung, Sonntagmorgen eigentlich, weil wir haben 1 Uhr nachts. Ich kann irgendwie nicht schlafen und von daher, ja, Empire Earth. Warum denn nicht, Freunde, warum denn nicht? Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gut geht nach wie vor in dieser schwierigen Zeit. Hier geht's noch gut. Gott sei Dank. Oh, was kommt denn hier? Ah, da ist die Yamato wieder. Guckt mal, Freunde. Da ist die Yamato wieder. Ich brauche mehr Kriegsschiffe, Freunde. Das geht nicht gut, okay. Da ist sie wieder. Ach, okay. Dann Panzer. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Die zieht aber viel ab, du. Die zieht aber viel ab, ne? Ach du Scheiße. Okay, das gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht hier. Dass der jetzt hier sein Unwesen treibt. Ich kann keine Türme bauen. Kann ich jetzt noch irgendwas dagegen tun? Oder... ja, ich könnte... Bazooka-Einheiten bauen, aber ich brauche Vorbereitungszeit, das kann doch nicht angehen. Ja, toll. Alles klar, das heißt Spielladen. Scheiße. Weil die Yamato, die kriege ich da jetzt nicht mehr weg. Das ist halt so. Gut, dann bau bitte noch... kann ich nicht. Wegen fehlendem Gold. Gib mir Gold. Na los, gib mir Gold. Ich brauche von dem nächsten Bürger, der hier rauskommt, hier vorne. Ach, kann ich gar... kann ich gar nicht. Ja, dann baue halt eine Panzerfabrik. Dann kacke ich jetzt einfach mal auf das Schiff. Und Türme können wir hier ja auch nicht bauen, ne? Das ist ja das Blöde. Wir brauchen aber trotzdem mehr Holz. Ah, da kommen sie wieder hier. Da sind sie wieder. So, Flakpanzer bitte. Ja, zum Glück sind sie die... ah, verdammt. Oh, wieder die Kaserne weg. Ah, super. Aber das ist glaube ich, gerade relativ egal sogar, müssen wir sagen. Wir brauchen einfach nur mehr Holz jetzt, um hier ein zweites Kriegsschiff aufbauen zu können. Und wir haben als Flugzeuge tatsächlich nur Jäger. Mach mal Bazooka. Oh Gott, wir haben natürlich kein Holz mehr jetzt. Ne? Oh, Freunde, wir haben hier jede Menge Nahrungsmittel Eisen. Davon können wir zumindest auch mal ein paar bauen. Als Vorbereitung für den Angriff der Yamato. Das könnte krass werden, Freunde. Das könnte wirklich, wirklich krass werden. Und warum baut der keine weiteren Bürger, bitte? Ja, Freunde, ihr merkt's.
ganz schön heftig, diese Mission. Beziehungsweise der Einstieg Fregatte. Da kommt sie wieder. Ha, da kommt sie wieder. Okay, dann Panzer bitte. Helfen. Ach verdammt, die Panzer der Reichweite, die ist aber auch ein bisschen kacke, muss ich so gerade sogar tatsächlich sagen hier. Ja, okay, dann worauf will die denn schießen? Ach verdammt ich, ey. So. Dann versucht das einfach. Boah, mit einem Schuss sind die Panzer weg. Das ist krass. Ist das übertrieben? Partisanen? Partisanen, könnt ihr dagegen irgendwas ausrichten? Bin ich mal gespannt jetzt. Auch nicht. Oh, um Himmels Willen. Was können wir denn da machen gegen die? Was können wir denn da machen? Ich glaube, ich muss die Bürger direkt zum Holz schicken. Genau, schick die mal zum Holz, bitte. Nahrung brauchen wir erstmal tatsächlich nicht. Ich brauche einfach Kriegsschiffe, Fregatte. Ich weiß nicht, ob die Fregatte... Wartet mal. Bringt die Fregatte was gegen Kriegsschiffe? Ich baue sie jetzt einfach mal ein paar. So. Fregatte und Kriegsschiffe. Ja, das ist halt auch blöd jetzt, dass wir hier keine Haubitzenfabrik mehr haben, ne? Das ist jetzt gerade echt ein bisschen kacke, muss ich sagen. Verdammt. Aber die Haubitzen, die wären mega hilfreich gewesen jetzt hier. Ja, die Kaserne, das ist wieder danke. Aber wir haben hier unten noch eine. Alles okay, alles gut. So, Marinesoldat, nee. Also, Mannequin kann ich gegen Schiffe gar nicht gebrauchen. Okay. Ich brauche eigentlich hier so eine... Ach, können wir schon, können wir schon. Belagerungswaffenwerkstatt. Dann bräuchte ich gleich Haubitzen. Genau, für die Yamato. Probieren wir das mal. Haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit, bis die kommt. Hoffe ich. So, zieh dich mal zurück. Was machst du da? Du komisches Schiff, du. Ja gut, okay. Wir haben auf jeden Fall Eisen und Holz. Sehr gut. Dann können wir da zumindest eine Haubitze aufbauen. Jetzt kommen wir nämlich mit der nächsten Taktik hier. Ja, ich meine, ich muss diesen Angriff ja irgendwie abwehren. Oh Gott. Okay. Da ist es schon. Ach du Heilige. Oh, zwei Schuss. Oh, um Himmels Willen. Nee, das reicht nicht. Oh. Ja, das mit den... Ah, okay, okay, okay. Lass die abhauen, das ist okay so. Mit den Haubitzen, das klappt ganz gut. Na gut, okay. Mit den Haubitzen können wir die vertreiben. Das finde ich sau gut, tatsächlich. Und ja, dann müssen wir uns hier aber wieder aufbauen, tatsächlich. Und jetzt kommt er hier oben hier wieder an. Ich brauche hier unbedingt Flakpanzer. Oh Gott! Ich kann keine Panzerfabrik bauen wegen fehlendem Holz. Ja, toll. Dann machen wir es jetzt halt anders. Haben wir hier irgendwo? Ja, haben wir. Sehr gut, dann machen wir da oben erstmal drei. Pro Feld. Okay. Haben wir es bald? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, danke. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, Flakpanzer bauen. Ja. Und wegen dieser blöden Flugabwehr. Das ist ja wohl die Wahrheit. So, Freunde. Dann kommen mal vier zu Gold und Eisen da oben hin. Dann können wir hier, wenn wir hier noch ein bisschen Holz haben. Ich hoffe, die Flakpanzer brauchen kein Holz hier. Das wäre blöd.
Glaube ich aber tatsächlich nicht. Ach nee, können wir gar nicht. Was können wir denn bauen, was gegen Flugabwehr geht? Ist Mörser Bazooka? Sind die Bazookas Flugeinheiten? Ich fürchte nicht. Ja, wir haben keine Luftabwehr. Das ist. Flieger kommt mal hier vorne hin. Dann könnt ihr die besser abfangen. Ach, verdammt, Freunde. Dann können wir da gar nichts machen gegen. Gegen die Bomber, die da kommen. Ja gut, dann hilft nichts anderes, außer zu reparieren hier. Boah, wir brauchen Schiffe, wir brauchen Männer, wir brauchen eigentlich alles, Freunde. Sie haben nicht genug Ressourcen für eine Reparatur, ja gut. So, wo jetzt wieder? Da oben, okay. So, das ist auch unfair, dass der hier Jäger hat. Dass der hier Jägerbomber hat, ne? Mega unfair. Ich hier mit... Ach du Kacke. Ich hier mit meinem einen Flugabwehrpanzer, ey. So. Ach du Heilige. So. Okay. Das heißt, ich muss die Panzerfabrik unbedingt reparieren. Oh mein Gott. Ja gut, aber Panzer zu bauen ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Bau mal ein paar. Und... Panzerabwehr? Nee. Maschinengewehre. Ja, warum nicht einfach mal ein paar Maschinengewehre bauen? Ich meine, wir haben ja genug Ressourcen hier. So, ein Arzt. Nahrungsmittel Gold. Ja, nehmen wir zwei Ärzte mit. Heckenschützen. Nahrungsmittel Gold. Sehr gut. Können wir uns alles leisten, Freunde. Und genau, dann reparierst du mal bitte die Fabrik. Dann bräuchte ich vielleicht noch ein paar Jäger. Gold und Eisen, ja. Ja, cool, dann läuft das ja. Und die zusätzlichen Bürger, die können wir dann... Ach Gott. What? What? Warum? Warum ist die denn schon wieder da? Schieß drauf. Rums. Rums. Oh nö. Aha, okay, er zieht sich aber wieder zurück. Das ist gut. Die zieht sich wieder zurück. Ha. Das kann die gerne versuchen. Ich habe jetzt zum Glück meine Haubitzen hier stehen. Alles klar. Das geht doch voll klar hier. Ach nee, Fregatte ist sinnlos. Tatsächlich. Geh mit zum Gold, bitte. Da kommt er wieder mit seinem Kack. Komm, Flakpanzer, mach die im Arsch. Ja, sehr gut. Oh, zum Glück haben wir diese Flakpanzer, Freunde. Ah, doch. Ja, toll. Wir haben Partisanen, die wir hier unten hinstellen können. Richtig. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's, Freunde. Ach, Quatsch. Mach erstmal da oben. Partisanen, aber die können wir leider auch nicht bauen. Das ist auch kacke. Ja gut, aber dann können wir hier zumindest wieder... eine dritte Haubitze aufbauen für die Yamato, die man immer wieder angeschissen kommt. So. Der baut keine Bürger mehr? Warum baut er keine Bürger mehr? Na toll. Jetzt ist meine Panzerfabrik weg. Der Sack. Diese Sackgesicht. Ja gut, okay. So, aber wir rüsten uns hier auf. Finde ich ganz gut. Ah, was kommt da wieder? Ich habe hier was Rotes gesehen. Nichts. Okay, ja, das ist cool, wenn das nichts ist. Partisanen, kommt mal bitte hier runter. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Empire Earth, wie wir jetzt hier weitermachen, auf den Philippinen. Und, ja... anspruchsvolle Mission jetzt mal. Habe ich lange nicht mehr gehabt, ne? Ja, wobei. Ne, so eine anspruchsvolle lange nicht mehr tatsächlich. Wo man sich tatsächlich einmal besinnen muss aufs Aufbauen. Genau, das hatte ich lange nicht mehr gehabt, das stimmt schon.
Da steht ein Flugpanzer. Hier unten stehen die. Sehr gut. So, da wieder. Haha, Dankeschön, Dankeschön. Schieß weiter drauf, los. Schieß weiter drauf hier. Nicht auf die Bürger. Bringt er wieder die Bürger... Das ist echt... Bringt er wirklich wieder die Bürger zum Kotzen. Und das ist wirklich zum Kotzen. So. Dankeschön. Mensch. Wo ist mein Flakpanzer? Da oben. Okay. Du bist gerade bei der Lebensversicherung, Kollege. Ich kann ja sonst keine Luftabwehr bauen. So. Dann gehst du mal bitte mit zur Nahrung. Du auch zur Nahrung. Ja, du kannst uns helfen. Und ja, Freunde. Haha, ich habe Heckenschützen. Ah, krass, die kann man gar nicht aufrüsten. Warum kann man die denn nicht aufrüsten? Kann ich behilflich sein? Ach, wahrscheinlich wegen, weil die Ressourcen so knapp sind und so weiter. So, dann geht mir die Ressourcen, der Ressourcenabbau ein bisschen zu langsam. Dann rüste ich da oben mal, diese Siedlung rüste ich mal auf, tatsächlich. Und, genau, hier baue ich weiter Sherman-Panzer. Auch wenn die nicht so toll sind, aber besser als nix. Hehe, keine Chance. Keine, und tschüss. Oh, da ist sie wieder. Die Yamato kommt wieder. Angeschissen hier, okay. Versenkt die Yamato. Ne, es wäre zu schön gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Okay. Alles klar. Warum hat die jetzt nicht da Nahrung gesammelt? Naja, gut, okay. Hier sind... Warum ist hier nur einer drin? Och, jetzt kommen wieder diese blöden... Diese Drecksbomber hier. Die Partisanen, die stelle ich da mal mit nach hier oben. Weil es nervt mich, immer hier wieder die Bürger hinziehen zu müssen, verdammt nochmal. So. Geht das nicht? Doch, das würde gehen. Warum sind die dann nicht automatisch gerade eben da reingegangen? Naja, gut. Ah doch, einer ist drin. Guck mal, einer ist drin hier. Sehr gut. Oh Mann, was haben wir jetzt hier wieder? Wo? Ach da. Och! Ja klar. Schießt du mir nur meine Partisanen weg. Ah, du Pennergesicht. Echt. Gott, der wird im Heck schützen und schießt meine Partisanen weg. Da habe ich jetzt wirklich nur noch diese Flugabwehrpanzer. Schieß den kaputt, genau. Na Gott sei Dank. So. Alles klar. Freunde. Da muss ich leider die Bomber hier unten akzeptieren, dass die mich hier hin und wieder wegbomben. Ist dann tatsächlich leider so. So, Marinesoldaten, ganz viele. Marinesoldaten. Und dann haben wir hier am besten nochmal irgendwas mit Artillerie, genau. Panzerabwehrgeschütze jede Menge. Und ja, da haben wir noch Nahrungsmittel Gold. Wartet mal. Ich baue mal eine neue Kaserne auf hier. Dauert mir alles ein bisschen zu lange mit der Einheitenproduktion. Dann bräuchte ich eigentlich auch noch ein Krankenhaus. Ja, für die geschwächten Einheiten. Ach, jetzt kommt er wieder da oben. Und wo ist der Flakpanzer? Wir werden angegriffen. Ja, der Bomber wieder. Ist okay. Wo ist der Flakpanzer? Oh nein. Der Flakpanzer ist weg. Warum ist denn der Flakpanzer jetzt weg? Ach. Verdammt. Okay, das heißt hier oben... Ihr könnt bitte hier oben... So. Ach Quatsch. Stopp, 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 stopp. Geh bitte zum Gold. Da fehlt ja einer. So, wir rüsten uns auf hier. Schau ich das an.
Ja, Freunde, diese Folge mal ein bisschen ereignislos, aber es ist ja scheinbar nötig, dass wir hier, was soll ich sagen, dass wir hier uns gut vorbereiten für die Schlacht, ist tatsächlich so, ja. Okay, und hier wollte ich doch Maschinengewehre bauen, ja, brauchen wir Maschinengewehre, ganz viele. Und, ja. Wie gesagt, dann wird das eine reine Aufbau-Folge tatsächlich. So, da kommt die Yamato wieder. Und versenkt. Sie haben die Yamato zerstört. Sehr schön. Und den einen Bürger baue ich mal für ein Krankenhaus. Genau. Während wir uns weiter aufrüsten hier für den Angriff. Jawohl, Freunde, wir haben die Yamato versenkt. Da ist doch noch was passiert. Ja, sehr schön. Ganz schöne Aufrüstung gerade. Schaut mal hier, Wettrüsten. Die Einheiten, wie die alle nach und nach dahin laufen. Ich find's cool. Och, Mann! Jetzt nerv doch nicht wieder hier rum. Ich hab doch nichts, was ich dagegen machen kann. Immer diese zwei japanischen Jägerbomber. Ach, und alle meine Einheiten können dagegen nichts machen. So, hier sind wieder nur noch 5, ne? Ja. Das ist auch unvorteilhaft, dass man hier tatsächlich keine Luftabwehr aufbauen kann. Warum nicht? Das ist halt echt blöd, muss ich sagen. Aber gut, das habe ich mir irgendwie selber... Nee, das habe ich mir nicht selber zuzuschreiben. Diesmal nicht. Diesmal ist es tatsächlich die Mission. So, brauchen wir noch ein bisschen Artillerie hier. So, ein bisschen Panzer. Ah, einfach Einheit produzieren ohne Ende, Freunde. So, dann baut ihr bitte Nahrung ab. Und ja, dann ist ja tatsächlich hier nicht viel passiert in dieser Mission, leider, in dieser Folge. Aber wie gesagt, das muss doch auch mal sein hier. Eine reine Aufbaufolge, aber dafür geht es dann in der nächsten Folge ab, bin ich mir sicher. Und ja, relativ entspannt noch das Ganze. So, bauen wir hier mehr Flugzeuge. Ich brauche mehr Flugzeuge. Da wäre noch eine Eisenmine, aber naja. Hier oben, das muss immer reichen. Und ihr rennt auch über die ganze Map, kann das sein? So, was ist jetzt schon? Sehr gut. Schön abschießen, los. Schön. Oh Gott sei Dank. Einer kommt durch, ja, okay. Boah, macht er einen Schaden. Macht der einen Schaden? Habt ihr das gesehen, Freunde? Was der für einen Schaden an der Panzerfabrik macht? Puh, nicht schlecht, ey. Nicht schlecht, auf keinen Fall. Gut, dann, was brauchen wir denn noch? Wir bräuchten noch ein paar Marinesoldaten, denke ich. Und mit der Kaserne, Maschinengewehre. Genau, Maschinengewehre. Wir haben eigentlich ein bisschen zu viel Gold, ne? Und kein Eisen. Das heißt, obwohl. So, was ist jetzt hier? What? Ein Panzer! Wie kommt der denn da unten hin? Panzer, komm mal her. Komm mal runter. Oh Gottes Willen, der schießt meine ganzen Bürger ab. Wo kommt der denn her? Weißt du, du Schwein. Du Schwein, ey, echt. Was soll denn das jetzt? So, Freunde. Wo ist der Panzer? Verdammt. Wo ist dieser... Wo kommt der denn her? Der wollte mich einfach ärgern. Ja, toll. Ah, da ist auch ein Heckenschütze. Hä? Kaiserreich Japan. Da ist ein Heckenschütze.
Ah, wahrscheinlich, weil ich mich zu weit schon rausbewegt habe hier, kann das sein? Dann geht man hier oben. Hier oben die Palmen ab, abernten. Oh Mann. So. Alles klar, Freunde. Würde ich mal sagen, wie wir uns hier weiter aufrüsten, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Freunde, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen, dann schaut doch mal auf meinem Discord-Server vorbei. Ich würde mich freuen. Ich linke es in der Beschreibung. Und ja, Freunde. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.